Kann den Öffner haben, bitte? Danke. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur letzten Pressekonferenz des Jahres 2012. Im Anschluss an die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den VfR Aalen. Wir begrüßen natürlich den gegnerischen Coach Ralf Hasenhüttl und unseren Cheftrainer Franco Foda. Und ich bitte unseren Gast um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, wenn ich hier so schaue, wie groß das hier alles ist, das sieht man erst, was man hier heute für einen Verein bespielt hat. Und dass das natürlich für uns ein Riesenerlebnis ist, hier zu spielen zu dürfen. Und dann noch so einen krönenden Abschluss eines unglaublichen Jahres 2012 hinzubekommen, das ist natürlich das schönste Christkind, was wir uns selber hätten machen können. Ich glaube, wir waren heute sehr diszipliniert. Vieles von dem, was wir uns als Taktik, als Plan mitgenommen haben, haben wir gut umgesetzt. Und natürlich brauchst du das notwendige Spielglück gegen so einen Gegner hier. Aber das Tor war überragend rausgespielt mit Steilklatsch, Spielverlagerung, so wie wir es eigentlich machen wollten. Und dass er den Ball dann so trifft, ist natürlich sensationell. Wir waren im Hinspiel vielleicht die etwas unglücklichere Mannschaft. Heute haben wir, glaube ich, mit Mann und Maus dann zum Schluss verteidigt. Der Druck, der wird dann natürlich enorm hier und das Publikum tut sein Übriges. Aber wir haben heuer schon auswärts sehr, sehr oft bestanden. Nicht aus Zufall, sondern weil vieles richtig gut funktioniert. Und deswegen stehen wir da, wo wir als Aufsteiger uns selber nicht erwartet hätten. Und dementsprechend glücklich und stolz können wir auf diese Mannschaft sein, was sie in dem Jahr geleistet hat. Das ist geschichtsträchtig und ich glaube, gebührt ein Sonderlob von meiner Seite an dieser Stelle. Ich sage nochmal danke für ein unglaubliches Jahr. Danke sehr. Vielen Dank, Ralf Hasenhüttl. Franco Foda, Ihr Kommentar bitte. Tja, wir haben uns das natürlich heute etwas anders vorgestellt, vor allen Dingen was die Punktausbeute betraf. Wir waren, glaube ich, bei 90 Minuten klar die dominierende Mannschaft. Wir haben gefühlte, schätzungsweise 75% Ballbesitz. Nur Ballbesitz alleine schießt keine Tore, das wissen wir natürlich. Erste Hälfte war es so, dass wir Spiel oft eigentlich sehr gut vorbereitet haben, aber im Angriffsdrittel hat dann der letzte Pass gefehlt. Im Angriffsdrittel haben wir uns nicht durchsetzen können. Wir hatten zwar die eine oder andere Möglichkeit, hätten normal einen klaren Elfmeter bekommen müssen an Baumjohann, der wurde nicht gegeben. Sind dann in Rückstand geraten, praktisch aus der zweiten Konterchance von Aalen. Zweite Hälfte kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles investiert. Wir haben auf ein Tor gespielt. Der Gegner konnte sich gerade erst in der Endphase wieder mit ein, zwei Kontermöglichkeiten lösen. Ansonsten waren wir drückend überlegen. Hatten viele Spielsituationen im Angriffsdrittel. Haben auch das eine oder andere Tor erzielt, das nicht anerkannt wurde. Auch, glaube ich, zu Recht nicht anerkannt wurde. Lattentreffer noch. Aber irgendwo hat uns dann gerade vorne dieses Durchsetzungsvermögen, diese konsequent im Torabschluss, das hat uns heute gefehlt und deshalb haben wir letztendlich dieses Spiel nicht gewinnen können. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft zweite Hälfte alles investiert hat, kann ich ihr eigentlich keinen Vorwurf machen, bis auf das, dass wir keine Tore erzielt haben und leider hier drei Punkte verloren haben. Ja, ich möchte mich natürlich bei den Fans nochmals bedanken. Ich wünsche allen Fans ein frohes Weihnachtsfest. Schade, dass wir heute keinen Erfolg gemeinsam feiern konnten. Ich wünsche natürlich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit. Das Gleiche betrifft natürlich auch alle Journalisten, die hier anwesend sind und natürlich auch meinem Kollegen aus Aalen, Trainer aus Aalen. Ja, dann muss ich das von meiner Seite natürlich zurückgeben. Franco, alles Gute. Ich habe euch nach wie vor auf dem Zettel, ganz vorne mit dabei zu sein. Und es kommen auch wieder Mannschaften, die einfacher zu bespielen sind als wir. Ich möchte mich auch im Namen des FCK und auch im Namen der Presseabteilung herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Wir schalten jetzt um zur Leinenberger Nachspielzeit, heute nicht aus der Club Lounge 100, sondern von der FCK Weihnachtsfeier aus der Karlsberg Fennhalle Nord. Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Alles Gute.